Verleih uns Frieden gnädiglich, Dona Nobis Pacem. Das ist die Bitte unseres Herzens in diesen Tagen. Superintendent Dr. Andreas Lange und Kantor Frank Schreiber begrüßen Sie herzlich zu St. Nikolai im Ohr. Ach Gott, was kann ich tun? Ich balle Fäuste in ohnmächtiger Wut. Du nimmst meine Fäuste in die Hand. Meine Augen füllen sich mit Tränen. Du sagst, lehn dich an mich in deiner Angst. Ich bitte dich um Frieden und um deinen Shalom. Ich bitte dich für die in Angst um ihr Leben, um die an Grenzen und in den Krisengebieten. Ich bitte dich für die in Verantwortung. Ich bitte dich um Vernunft und Liebe, die leiten. Ich bitte dich um Frieden, um deinen Shalom. Gib uns Frieden, Herr, gib uns Frieden. Die Nachrichten dieser Tage bedrücken. Doch ich will nicht nur das anschauen, was mich da bedrückt, sondern suche auch nach dem, was mir Hoffnung macht. Hoffnung machen mir die großen Träume Gottes für seine Erde. Und da lese ich ziemlich am Anfang der Bibel davon, dass das Leben auf der Erde weitergehen soll und dass Friede möglich ist, auch da, wo er manchmal schwer zu greifen scheint. Ziemlich am Anfang der Bibel wird von der Sintflut erzählt. Regenwasser überfluten die Erde, überall Land unter. Nur in einem Schiff, die Bibel nennt es Arche, nur in dieser Arche verdichtet sich symbolisch der Keim zu neuem Anfang und Leben, das weitergeht. Gott sichert dem Noah zu, komme, was da wolle. Er und die Tiere auf seiner Arche sollen bewahrt bleiben. Und so geschieht es. Am Ende hört der Regen auf und fallen die Wasser, und Gott setzt ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und Menschen, den Regenbogen, ein Zeichen zwischen Himmel und Erde. Ein Zeichen des Traumes Gottes, dass keine Flut mehr kommen soll, die dem Leben ein Ende setzt. Der Regenbogen als Zeichen dafür, dass das Leben nie und nimmer und von nichts und niemandem kaputt zu kriegen ist. Zeichen der Hoffnung an die Hand. Ich brauche solche Zeichen der Hoffnung, gerade im Schweren, um Anhalt dafür zu finden, dass am Ende Gottes Traum vom Leben und von Frieden stärker und dauerhafter sind als Krieg, Zerstörung und Tod. Eines dieser Hoffnungszeichen ist in der Noah-Geschichte erzählt. Da lässt Noah einen ersten Vogel ausfliegen, noch mitten in den Fluten, ob der wohl schon festen Boden findet. Fehlanzeige. Der Vogel kommt zurück. Beim zweiten Versuch schickt Noah eine Taube aus, und die hat einen Ölzweig im Schnabel.
Sie hat wieder Pflanzen gefunden und Land. Das Leben wird zurückkehren auf die Erde. Die Werke der Vernichtung behalten nicht das letzte Wort. So wird die Taube mit dem Ölzweig zum Symbol für Hoffnung und Frieden bis in unsere Zeiten hinein. Pablo Picasso hat diese Taube eindrücklich gezeichnet für den Weltfriedenskongress in Paris 1949. Nach dem unvorstellbaren, damals kaum beendeten Zweiten Weltkrieg soll es Hoffnung auf neues Leben geben. Das ist Picassos Botschaft. Und dann wird ihm eine Tochter geboren. Er nennt sie Paloma, spanisch Taube. Das Leben wird weitergehen. Am Ende behält die Hoffnung den Sieg, dass Friede wird. Darauf möchte ich als Christenmensch vertrauen. Gott selbst am Kreuz steht dafür ein. Amen. Das Kreuz setzt ein Zeichen in die Welt, das sich, auch wenn wir es nicht sehen, Gottes Geist zu uns gesellt. Uns bestärkt in schweren Zeiten, trostvoll uns zur Seite steht und bei allen Schwierigkeiten unseren Kreuzweg mit uns geht. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne dich der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er gebe dir Frieden. Amen.